Umzug geschafft. Die Möbel, die stehen, die Bilder sind an der Wand. Jetzt nur noch die Formalitäten beim Einwohnermeldeamt. Mietvertrag, Personalausweis, ein paar Euro eingesteckt. Verwaltungsgebäude am Hauptbahnhof, Erdgeschoss unten rechts. Einwohnermeldeamt, Einwohnermeldeamt. Mit Linie 13 bis Hauptbahnhof zum Einwohnermeldeamt. Zettel gezogen am Automat, Nummer 809. Hinten rechts, wo der Opa sitzt, scheint noch ein Platz zu sein. Das kann ja noch dauern, da leg ich wohl noch ne kurze Pause ein. Augen zu, so ein kleines Schläfchen kann ganz erbaulich sein. Doch jetzt sagt der alte Mann zu mir: Jung, zeig den Zettel mal her. Du hältst das Ding ja auf dem Kopf, da bist du ja morgen noch hier. Nicht 809, sondern 608. Wir haben doch schon 610. Aufruf verpasst, da muss ich wohl einen neuen Zettel ziehen. Nummer geprüft, kurz geschätzt, noch eine halbe Stunde Zeit. Ich könnt noch nach Bordscheid zum Tengelmann gehen, ist ja nicht so weit. Das schaff ich bestimmt, in 15 Minuten bin ich wieder hier. Pizza, Salami, Joghurt und Milch, Recycling, Klopapier. Einwohnermeldeamt, Einwohnermeldeamt. Zwischendurch noch schnell einkaufen gehen beim Einwohnermeldeamt. Pünktlich zurück, die Lampe blinkt auf. Oh, ich bin ja schon dran. Muss zum Schalter Nummer 5, da bei dem dicken Mann. Was kann ich für Sie tun? Bitte nehmen Sie doch Platz. Adresse ändern und so weiter, was man bei Umzug so macht. Da brauch ich den Personalausweis. Oh, was seh ich denn da? Abgelaufen, nicht mehr gültig und das seit einem Jahr. Oh, das hab ich total vergessen. Sie wissen ja, wie das ist. Keine Zeit und der ganze Stress, was man nicht alles vergisst. Einwohnermeldeamt, Einwohnermeldeamt. Personalausweis abgelaufen, Einwohnermeldeamt. Extra Gebühr und noch ne Gebühr, doch dann hatte ich alles klar. Mit Linie 13 zurück nach Haus, bin in 15 Minuten da. Raus aus dem Bus, da bahnt sich was an, schnell nach Hause gerannt. Wo ist denn jetzt nur das Klopapier? Beim Einwohnermeldeamt. Einwohnermeldeamt, Einwohnermeldeamt. Milch, Pizza, Joghurt und Klopapier stehen beim Einwohnermeldeamt.